Hallo meine Lieben und willkommen zu Cyrils Brettspiele durchgespielt. Nein, heute nicht durchgespielt, heute Gewinnspiel-Edition. Ja, wie schon versprochen, mit Ravensburger und den Produkten von Ravensburger mache ich zusammen ein Star Wars Gewinnspiel, mit euch natürlich. Und ich will euch heute die Regeln erklären, denn das Star Wars Gewinnspiel läuft den gesamten Oktober. Das heißt also, ihr könnt starten ab dem 1. Oktober, also quasi ab heute. Ist es heute? Ja. Und dann bis Ende Oktober, 31. Oktober, jeder, der dabei ist, ist dabei. Es wird genau zwei Preise geben, die ich zu vergeben habe. Zwei Star Wars Spiele, gesponsert von Ravensburger. Und das erste, wie man gewinnt, ist eigentlich ganz einfach. Abonniert meinen YouTube-Kanal, den ihr ja wahrscheinlich sowieso schon abonniert habt. Und jeder Abonnent bekommt ein Los. Ich werde dann aus allen meinen Abonnenten genau einen Gewinner ziehen. Und dieser Gewinner bekommt schlichtweg das Spiel nach Hause frei zugeschickt. Und hier kommt das Kleingedruckte wie zu jedem Gewinnspiel natürlich ins Spiel. Ich verschicke die Spiele nur innerhalb von Deutschland. Also ihr braucht eine deutsche Adresse, damit ihr überhaupt teilnehmen könnt. Aber ich denke, das sollte für die meisten von euch kein Problem sein. Das zweite ist, wie immer gilt natürlich der Rechtsweg als völlig ausgeschlossen. Das heißt also, ich ziehe den Gewinner. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich das mit einem ganz normalen Randomizer mache. Ich werde also jeden einzelnen von meinen aktuell über 400 Abonnenten nehmen. Einfach klick auf eine zufällige Zahl wählen, den nehmen, den anschreiben. Wenn er eine deutsche Adresse hat, willkommen im Team. Wenn nicht, ja, dann schade, dann kommt Nummer 2, 3, 4, 5 und so weiter, bis ich einen finde, der eine deutsche Versandadresse hat. Es könnte natürlich auch immer mal passieren, dass ich einen Amerikaner oder Kanadier dabei habe, weil ihr wisst, ich mache ja auch einiges in Englisch. Für den zweiten Gewinn, um den zweiten Gewinn zu bekommen, das zweite Spiel, ganz kurz nebenbei, ein und derselbe Mensch kann natürlich nicht beide Spiele gewinnen. Das ist klar, ich brauche zwei verschiedene Personen. Für den zweiten Gewinn gibt es zwei verschiedene Lose. Das heißt also, man kann bis zu zwei Lose kriegen für den zweiten Gewinn. Das erste Los kriegt man ganz einfach, man liked und shared dieses Video auf Facebook. Wer es also liked und wer es teilt, bekommt einen Eintrag. Da nicht jeder unbedingt bei Facebook ist, habe ich mir einen zweiten Eintrag überlegt, den man kriegen kann. Und das ist mit einer einfachen E-Mail an meine persönliche E-Mail hier für dieses Gewinnspiel. Die E-Mail gilt nur für dieses Gewinnspiel gemacht. Ich blende sie hier ein. cyrilsbrettspiele@gmx.com. cyrilsbrettspiele@gmx.com und da einfach drei einfache Fragen beantworten, die ich euch jetzt stelle. Die Lösungen dahin schicken per E-Mail und ihr bekommt einen zweiten Entry. Wer also dieses Video hier, das was ihr jetzt seht, liked und shared und die E-Mail richtig schickt, bekommt zwei Einträge für das zweite Spiel. Das erste Spiel ist außen vor, weil das ist ausschließlich für YouTube-Abonnenten. Frage 1. Welchen Würfel benutzt der rote Spieler, welchen Nimmer ist auf dem Würfel zu sehen, für die Aktion, um die Frau mit der Muschel zu bekommen? Es handelt sich dabei um das Video, um die Serie 07, das Video der Episode 2, also es ist immer bei mir gemarkt mit S07, E02, das ist für das Bora Bora Video und dort die Episode 2, also die ersten Züge, dort ist der rote Spieler dran und benutzt einen Würfel. Und ich möchte wissen, welche Zahl ist da drauf. Das ist ungefähr um die, sagen wir mal, zwischen 3 und 7 Minuten zu sehen, so ungefähr in der Range. Frage 2. Dabei handelt es sich um mein Las Vegas Video und in Las Vegas ebenfalls. Es ist Staffel 21, Episode 02, also S2102 Las Vegas. Also ebenfalls in der zweiten Folge, so zwischen Minute 15 und 20 ungefähr, werden die Casinos gewertet. Das erste Casino, was gewertet wird mit der Nummer 1, da bekommt ein Spieler 90.000 Dollar raus. Welche Spielerfarbe bekommt 90.000 Dollar?
Ja, und dann natürlich noch die dritte Frage zum Spiel Nummer 3. Das ist aus meiner In a Nutshell Edition. Es ist in Englisch, aber das, was ihr seht, ist ganz einfach oder das ist einfach zu merken. Ungefähr zwischen einer Minute und 4 Minuten sage ich, roll a die on your turn. Und ich möchte von euch wissen, welche Würfelaugenzahl würfel ich denn da, wenn ich meinen Die role, was kommt denn dabei raus? Also, alle drei Antworten zu den Fragen. Achso, das ist N07, ist das Video N07. Aber auch das tue ich in die Kommentare rein. Also, wer die Antworten auf diese drei Fragen richtig hat, der schickt mir einfach eine E-Mail und liked und shared dieses Video. Und zack, ihr seid dabei. Dann wünsche ich euch viel Glück dabei. Und Anfang November werde ich dann persönlich die 2 Gewinner bekannt geben. Sowohl als auf Facebook als auch natürlich anschreiben. Und die beiden Gewinner bekommen dann zugeschickt jeweils ein Spiel Star Wars aus dem Hause Ravensburger. Ravensburger kennt ihr. Da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Also, viel Glück dabei und bis zum nächsten Mal. Euer Nils. Tschüss.